haben Sie die Bilder heute wahrgenommen, die hier hängen? Als einen wunderbaren Spiegel wirklich unserer Internationalität und der Vielfalt der verschiedenen Länder, die hier an der Universität vertreten sind. Und wie ich das sagte, die, auch dass die im Format ähnlich sind, hier unsere Alumni-Sammlung, die ja sozusagen schon zu diesem Haus gehört, blenden die sich so wunderbar rein, dass ich also eine Initiative starten werde, den Präsidenten davon zu überzeugen, dass man die hier zumindest jetzt mehrere Semester am liebsten dauerhaft hängen lässt. Ich finde das äußerst gelungen und es ist so ein Gegenpunkt. Hier hat man die ganzen, wenn man so will, die ganzen Oldies, die sich für die Universität eingesetzt haben und hier sind unsere Studenten, die jetzt die Universität ausmachen und deswegen finde ich es wunderbar gelungen, sehr gut gehängt und eine exzellente Initiative. Also ich finde die Iranerin ganz toll und ich habe große Sympathien für den Schweizer, weil der so eigentlich nicht wie ein Schweizer aussieht. Das heißt, da kommt ja auch schon wieder in einigen von diesen Bildern Diversität vor und ich finde auch schön, dass einige Dozenten festgehalten worden sind. Das bereichert die Universität auch sehr und ich glaube eben gerade, wie Herr Peters auch vorhin in dem Vortrag gesagt hat, im Unterricht die verschiedenen Perspektiven und die verschiedenen Lebenserfahrungen zu haben, ist eine ganz wesentliche Bereicherung, ja, weil ich auf einmal auch Dinge ganz anders lesen kann, ganz anders verstehen kann und offen werde und ich glaube auch mehr reflektiere, als wenn ich immer nur sozusagen einseitige Interpretationen der Dinge wahrnehme.